Ulrich Riese, Solinger Tageblatt, Montag, 6. Januar 2020. Und auf dem Titel heißt es: Irak fordert Abzug der US-Truppen. Damit endet die Unterstützung im Kampf gegen den IS. Washington, Teheran, Bagdad. Punkt. Nach der Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani bei einem US-Luftangriff in Bagdad überschlagen sich die Ereignisse im Nahen Osten. Das Parlament im Irak stimmte am Sonntag überraschend für einen Abzug der rund 5000 im Land stationierten US-Soldaten. Fast zeitgleich erklärte das von den USA angeführte Militärbündnis im Irak die Unterstützung des Kampfes gegen die Terrormiliz Islamischer Staat, in Klammern IS, auszusetzen. Und der Iran verkündete de facto seinen Ausstieg aus dem Wiener Atomabkommen. Teheran fühle sich dem Abkommen von 2015 nicht mehr verpflichtet, das die USA 2018 bereits aufgekündigt hatten. International wächst die Sorge, dass eine weitere Eskalation nun kaum noch aufzuhalten ist. Deutschland, Frankreich und Großbritannien forderten am Abend insbesondere Teheran zur Zurückhaltung auf. Wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump seine Drohung an die Führung im Iran nochmals massiv verschärft und vor Racheakten für die Tötung Soleimanis gewarnt. Es gebe eine Liste mit 52 iranischen Zielen, die dann attackiert würden. DPA. Tschüss.